Riesenglückwunsch an die Nationalmannschaft. Zweiter Platz im Prinzip gleich auf mit dem Europameister Serbien und nach Wertung einen Punkt dahinter. Als einzige Mannschaft ungeschlagen. Die einzige Mannschaft, die den neuen Europameister geschlagen hat. Das war schon aller Ehren wert, was unsere Jungs da abgeliefert haben. Und mir hat das Riesenfreude bereitet, das zu begleiten. Und es war nebenbei sehr aufregend und sehr, sehr spannend. Nicht zuletzt am letzten Tag. Auch Kompliment an Georgios, der einen tollen Stream gemacht hat. Ich habe den nicht ganz gesehen, aber ich habe immer mal reingeguckt. Und das war schon super. Ja, die Geschichte des Tages, des letzten Spieltags, die hat, glaube ich, Dimitri Kollas geschrieben. Mit seinem Sieg über Marin Bosjocic, der ihn auch zum Europameister hätte machen können. Und das in einer ganz, ganz schwierigen persönlichen Situation. Das ist auch erst am letzten Tag öffentlich geworden. Es war zwei Tage, bevor er zur Europameisterschaft abgereist ist, sein Vater gestorben. Sein Vater Michael, von dem er Schach gelernt hat. Und Dimitri hatte sogar erwogen, dann gar nicht zur EM zu fahren, aber wollte dann nicht das Team im Stich lassen und ist dann doch gefahren und war aber auch im entsprechenden Zustand. Wir hatten ja vorher schon mitbekommen, er hatte das Grand Swiss zwei Runden vorher abgebrochen und ich nehme an, dass das mit dem Gesundheitszustand seines Vaters zu tun hatte, das weiß ich nicht genau. Naja, und dann spielte er eine sehr wackelige Europameisterschaft, spürte, ich spiele schlecht und hat auch eine verloren und fühlte sich auch nicht gut, weil das der Mannschaft dann einen Punkt gekostet hatte gegen Rumänien. Und nun musste er aber in der letzten Runde wieder alle dran, weil die waren ja alle krank, die konnten ja alle nicht und haben trotzdem so großartig performt. Und Matthias Blühbaum, der war wohl, wie er selbst gesagt hat, total im Eimer, der konnte in der letzten Runde auch nicht spielen, da musste Dimitri wieder ans Brett und dachte dann bei sich, ja, ich muss heute was beitragen und war dann tatsächlich in der letzten Runde derjenige, der den einzigen Sieg der deutschen Mannschaft vollbracht hat, der auch dazu geführt hat, dass Deutschland das Schlussrundenmatch gegen Kroatien gewann. Was wäre das für eine Geschichte gewesen, wenn Dimitri Kollas auf die Weise sich dann zum Europameister gemacht hätte? Das sollte nun nicht ganz sein. Es ist trotzdem eine schöne, bewegende Geschichte, wie ich finde. Und natürlich schauen wir uns heute die Partie zu dieser Geschichte an. Einen ausführlichen Bericht über den letzten Spieltag der Europameisterschaft, über die Silbermedaille und alles Weitere findet ihr schon bei den Perlen. Den habe ich schon gestern Abend fertig gemacht. Und ich werde auch nochmal eine Rückschau machen, nochmal auf Bilanzen gucken und ein bisschen einordnen, auch noch ein paar Worte verlieren zu dem Olympia-Sonneborn-Berger, nachdem nun gewertet wurde, was dazu führte, dass eine Partie am 12. Tisch, am 3. Brett darüber entschied, ob Serbien oder Deutschland Europameister wird. Es ging darum, ob die Türken gegen die Isländer ein Endspiel gewinnen. Da entschied sich dann die Europameisterschaft. Und das ist natürlich nicht richtig. Das muss transparenter sein und es muss auf Anhieb klar sein, wer gewinnt. Und ich finde, es sollte nach Brettpunkten gehen. Gleichwohl hat das System, das sie eingeführt haben, eine gewisse Berechtigung, aber ich glaube nicht in einem Turnier wie der Europameisterschaft. Aber da schreibe ich ein paar Zeilen drüber, das will ich jetzt hier nicht ausführen. Also ich habe, der Bericht ist fertig und heute gucken wir noch ein bisschen Schach und bedanken uns bei den Jungs und schauen dann voraus. Und ihr findet dann bei den Perlen heute oder morgen dann noch einen kleinen Rückblick mit ein bisschen Statistiken und Einordnen und Ausblick und wahrscheinlich auch noch ein paar Stimmen. Auch mal gucken, was so aus der Schachbund-Ecke noch kommt. Heute schauen wir nochmal Schach. Dimitri Kollas sagte, heute will ich was beitragen. Ich habe nicht gut gespielt, ich habe der Mannschaft schon einen Punkt gekostet. Heute soll ein Sieg her gegen Marin Bosjocic. Ihm kam entgegen, dass die Kroaten auch unbedingt gewinnen wollten. Die hatten noch eine Chance auf Bronze. Und insofern saßen die da nicht und haben gemauert, sondern die wollten auch. Und das galt speziell für Dimitri Kollas Gegner. Und es wurde dann eine super wilde Partie am dritten Brett, die wir auch nicht im Detail uns heute angucken, weil unter dem Druck, unter der nervlichen Anspannung sind speziell in großer Zeitnot auf beiden Seiten ein paar Böcke passiert, über die wir heute großzügig hinwegschauen. Aber die Partie war spannend und attraktiv und der einzige deutsche Sieg. Und ich gönne den Dimitri, der ja nun wirklich ein feiner, integrer und auch hochveranlagter junger Mann ist, die gönne ich ihm sehr, sehr. Und darum gehen wir da heute mal durch. Dimitri eröffnet mit E4. Bosjocic verteidigt sich mit Karo Kann. Das sehe ich gerne. Das ist so eine der wenigen Eröffnungen, über die ich auch ein bisschen was weiß. D4, D5, E5, die Vorstoßvariante, Läufer F5. Die anderen deutschen Jungs spielen ja jetzt C5 an dieser Stelle, was früher so ein bisschen als verpönt galt, was man jetzt heute offenbar wieder spielen kann.
Ich werde mich dazu nicht mehr durchringen. Ich bleibe bei Läufer F5. Und Dimitri spielt, hier gibt es diverse Ansätze, das zu bekämpfen. Dimitri spielt H4, was schon ein wenig diesen entwickelten Läufer ins Korn nimmt. Ne? Das Argument von Schwarz, Karo kann zu spielen, ist ja, es bleibt hier diese Diagonale frei und ich kann meinen Läufer entwickeln. Und Weiß sagt jetzt, ja, aber der ist exponiert und ich nehme den mal gleich aufs Korn, denn Schwarz kann jetzt nicht den normalen Zug E6 machen, dann ist schon eine Figur weg. Ups, entschuldigt. Da will meine Maus nicht so, wie ich will, mit G4 der Läufer, dem gehen die Felder aus, und H5 und dann ist er weg und Weiß gewinnt. Insofern, dieses G4, das ist eine Drohung und der muss man begegnen, bevor Schwarz E6 spielt und darum spielt man hier entweder H5 oder H6. Der etwas gebräuchlichere Zug ist H5. Läufer D3. Jetzt möchte Weiß gerne diese Läufer abtauschen und Schwarz muss auch ein bisschen aufpassen, denn hier E6 droht und dann FE, Dame G6, solche Sachen liegen dann in der Luft. Insofern, jetzt muss man hier abriegeln mit E6, damit das aus der Stellung ist. Und Weiß steht natürlich ein bisschen aktiver. Und durch dieses schwarze H5 statt H6 ist hier ein schwaches Feld, das Weiß auch sogleich besetzt. Ja, wenn Schwarz vorher H6 gespielt hätte, gäbe es diese Schwäche nicht. Dann hätte Weiß aber ein bisschen Raum am Königsflügel. Das ist wie immer beim Schach ein Geben und Nehmen. Springer E7, Läufer G5, da steht er schon. Dame B6. Dieser Damenausflug ist nicht so richtig verbunden mit dem, was unser Freund Maschine hier schon anzeigt, nämlich mit dem Rausnehmen auf B2. Das ist eher keine Idee nach Springer BD2, denn wenn wir den jetzt nehmen, dann kommt ganz gut Turm B1 und auch wenn Weiß dann Schwarz sich dann auf A2 noch einnehmen kann, nach Turm schlecht B7 ist die Weiße Stellung schon fast überwältigend, weil Weiß ist drin, Schwarz kriegt seine Sache nicht entwickelt und auf A2 steht so eine isolierte Dame rum, die nicht an der Partie teilnimmt. Also schon eine sehr, sehr schwierige Stellung für Schwarz. So kann man das nicht spielen, sondern man sollte sehen, dass man sich entwickelt. Schwarz ist ja auf 3 Reihen sozusagen eingefercht, hat insofern mit Entwicklung und Koordination, das ist ein bisschen schwieriger als Weiß und auch dem diesem Faktor dient Dame B6, wie wir gleich sehen werden. Er spielt erst Springer F5, entwickelt seinen Springer 0-0 und macht dann Dame A6, was ein ganz, ganz typischer Zug ist. Im Karo-Kann Schwarz möchte sich entlasten mit Damenabtausch. Und jetzt hier Dame schlecht A6, dann wäre bei Schwarz schon auf Anhieb alles gut, weil dann dieser Raumnachteil, der bewegt ihn dann nicht mehr so, wenn die Damen getauscht sind, dann ist das nicht so das Problem. Insofern wird Weiß versuchen, diesem Damenabtausch auszuweichen und der typische Zug, das zu tun, ist an dieser Stelle C4. Und der typische Zug, dem wiederum zu begegnen, ist Läufer B4. Denn Weiß laboriert jetzt durch C4 an dieser Fesselung hier, ne? Oder den machen wir mal rot, weil die Dame hängt. Insofern kann man den C-Bauern nicht bewegen und ein typischer Zug, aus dieser Fesselung rauszugehen, ist Dame C3. Das ist, ne, guckt selbst, die Dame hat nicht so richtig viele gute Felder, die sie entfesseln. Dame C3 ist hier ein häufig gespieltes Motiv und dem begegnet Läufer B4. Jetzt hat die Dame nicht mehr so richtig ein Feld, auf das sie gehen möchte, übrigens auch nicht nach B3, weil man diese Konstruktion hier gerne mit B3 stützen möchte. Gelegentlich spielt man auch Springer B3, C5. Läufer B4 nimmt dieses Feld C3, das ist gut. Läufer B4 kann aber auch ein bisschen isoliert in der Gegend rumstehen, dieser Läufer, denn der ist ja auch etwas weit ab vom Schuss. Und darauf legt Dimitri mit dem ganz interessanten Turm FC1 an dieser Stelle den Finger. Turm FC1 verfolgt die Idee, den Springer D2 umzugruppieren und dem sozusagen dem Einfluss des Läufers zu entziehen. Weiß möchte gerne Springer F1 spielen. Dann vielleicht auch mal diesen F5 befragen, der da sehr schön verankert ist mit Springer E3 und vor allen Dingen mit Springer F1. Danach greift der Läufer auf B4 gar keinen mehr an und dann kann man versuchen, den ins Abseits zu manövrieren mit zum Beispiel so A3, B4 Sachen. Springer F1 ist auf eine Weise eine positionelle Drohung und darum ist hier der beste Zug für Schwarz. Das ist schon ein großmeisterliches Schach. Ist hier Läufer D2, was, wenn man das so nicht, wenn man mit der Stellung nicht vertraut ist,
was dann nicht so auf Anhieb einsichtig ist. Wieso spielt man Läufer B4 und gibt den dann noch für den Springer? Ja, das macht man, damit dieser Springer eben nicht nach F1 kann und dem Kollegen befragt und den Läufer B4 ins Abseits stellt. Läufer D2. Und hier, ja, jetzt sage ich, es ist schon großmeisterliches Schach. Also ich würde hier jetzt mal dem guten Dimitri, na, nicht vorwerfen wollen, aber doch mal die Frage stellen wollen, ist das nicht ungenau, was du hier spielst? Denn hier gilt, und das gab es auch schon, Dame D2 als der genaue Zug. Ich habe dem sogar auch ein Rufzeichen gegeben, weil ich kann nicht erkennen, warum das nicht so ist. Dame D2 löst ja diese Fesselung auf, das ist schon sehr gut. Und dieser C4, der hängt nicht so richtig, was man ja denken könnte. Weil wenn Schwarz den nimmt, hat man das auch typische B3, was sofort die Drohung erneuert, den wegzunehmen. Und was noch eine andere Drohung aufstellt, eine positionelle. Ja, wenn Schwarz hier jetzt meint, sich weiter durchzufressen und sagt, dann habe ich jetzt einen mehr. D5 ist sehr, sehr stark. Und C schlecht D geht nicht wegen Turm C8. Aber nach E schlecht D greift man die Dame an, spielt dann Dame F4 und droht E6. Der hängt und es, ne, ihr seht ja, wie der Balken einen Sprung macht. Wir wollen hier nicht in Varianten einsteigen. Das ist riesig für Weiß. Also da darf man keine Schleusen aufmachen als Schwarzer. Aber man kann sie auch schlecht geschlossen halten, weil wenn man C3 spielt, dann ist Turm schlecht C3 sehr, sehr gut. Besser als Dame schlecht C3, viel besser als Dame schlecht C3, weil es liegen noch mehr Sachen in der Luft. Das ist zum Beispiel dieses D5. Wenn Schwarzes Springer D7 macht, dann geht dieses D5 wieder und bleibt sehr, sehr stark. C schlecht D kommt jetzt nicht auf C8, aber Turm C7 ist dann sehr, sehr gut. Und Weiß ist drin und Schwarz kommt nicht aus der Nummer raus. Kann ich rochieren, weil der Springer hängt. Wenn der Springer zieht, kommen so Sachen wie Dame B4 und dann drohen hier Mats. Wollen wir jetzt nicht in alle Tiefe gehen. Aber ein Motiv möchte ich noch zeigen. Denn wenn Schwarz hier versucht, jetzt einfach rauszurochieren, dann geht das auch schon nicht mehr so gut, weil in dieser und in vielen anderen Abspielen hat Weiß das sehr schöne Läufer F6. Und da muss man erstmal drauf kommen, weil ich meine, dass die Idee ist, den schwarzen König matt zu setzen, ist ja klar, aber man könnte sagen, hier, der Springer deckt das doch alles. Ja, macht er, aber hier, der Turm auf der dritten Reihe, darum war Turm schlecht C3 eben so gut. Ne? Wir spielen hier Dame G5 Schach, achso, ja, Weiß noch gar nicht ran, aber macht nicht, Schwarz kommt aus dieser Zickmühle nicht raus. Wir spielen Dame G5 Schach, nehmen den weg, dann muss der König wieder auf die G-Linie und dann haben wir die G-Linie für den Turm geräumt, der schon auf der dritten Reihe parat steht, Schwarz matt zu setzen. Weiß gewinnt in dieser Stellung. Dieses Läufer F6 ist auch eine typische gefährliche Drohung und darum ist nach C3 Turm schlecht C3 der richtige Zug. Also das sind jetzt alles keine von mir ausgedachten Neuigkeiten, sondern das sind schon durchaus bekannte Motive in so einem Stellungstyp. Und Dame schlecht D2 ist hier am besten. Also, und das ist dann hier auch für Schwarz gar nicht so leicht, was zu finden. Also das Beste, was die Maschine sagt, ist, wenn dann hier B3 kommt, soll man B5 spielen. B5 ist hier die Maschinenlösung und sagt, ja, okay, dann können wir nicht, jetzt muss ich hier gerade mal die. Dann können wir hier halt nicht durchziehen und können auch nicht auf B3 rausnehmen, dann spielen wir das so und spielen hier mit zwei isolierten Bauern, die auch für den Moment Weiß ein bisschen Raum nehmen, aber es ist ja nicht schwer zu sehen, dass der C4 kein langes Leben hat und dass der C6 dann schwach ist und dass das hier ein deutlicher, noch nicht entscheidender, aber ein deutlicher und anhaltender Vorteil für Weiß ist. Also das ist schon alles nicht mehr so richtig schön. Mit anderen Worten, Dame schlecht D2 ist hier ein Weg zu weißem Vorteil und den lässt Dimitri liegen, meines Erachtens. Andererseits, dieses Turm FC1, was Springer F1 positionell droht, lässt ja auch schließen, dass sich Dimitri damit befasst hatte und dass der hier durchaus wusste, was er tat. Und insofern würde ich ihn dazu eigentlich gerne mal fragen, vielleicht ist bei Springer D2 steckt auch noch irgendwas dahinter, was ich nicht so richtig verstehe. Springer D7, aber die Engine ist auf meiner Seite, weil die sagt, ja, jetzt hat Schwarz nicht mehr so Probleme, wie er es nach Dame D2 hätte. Dame C3, den typischen Zug, den kennen wir schon, entfesselt den C-Bauern und Schwarz zeigt gleich, er hat Ambition C5. Das ist vielleicht, also ich weiß nicht, ob die schwarze Stellung das schon hergeht. C5, die Idee ist nicht, den einfach zurückzunehmen. Wenn Schwarz auf C5 nimmt, dann kommt B4 und Weiß breitet sich am Damenflügel aus. Die Idee ist hier D4 zu spielen und dann direkt unter Bauernopfer. Auch hier wieder Springer schlecht C5 ist Quatsch, B4 und so weiter. Unter Bauernopfer das weiße Zentrum aufs Korn zu nehmen.
Den schwarzen Punkt, den er hier macht, den sehen wir, wenn Weiß ja E schlecht F spielt, was nicht gut ist. Dann kommt G schlecht F. Der Läufer muss ziehen. Und dann haben wir noch den und Schwarz hat dieses Riesenzentrum. Und das ist absolut ein Bauernwert. Dazu kommt noch G-Linie auf und der König fühlt sich auch nicht so richtig wohl. Auch wenn noch die Frage im Raum steht, wohin geht der schwarze König. Scharfe Partie, aber hier sollte Schwarz tatsächlich besser stehen. Das hat schon Sinn, dieses Konzept. Man darf halt nicht auf F6 rausnehmen an dieser Stelle. Und das macht Dimitri auch nicht, sondern spielt hier sehr richtig Läufer F4. Was natürlich den H4-Bauern gibt. Aber es ist wichtiger, dieses Zentrums-Ding zu halten. Springer schlecht, H4. Ja, hier und später liegt dieses Motiv Springer E4 in der Luft. Ne? Wir wollen es uns nicht in aller Tiefe angucken. Springer E4, was halt einfach, hier, das ist natürlich ein Traumfeld. Da mal reinzuspringen, schon ganz schön. Andererseits, dieses Springer H4 droht auf G2 matt. Und wenn wir unseren Freund Maschine fragen, sagt er, ja, Dame C6 und bei Schwarz ist erstmal alles okay. Sehr scharfe, andere Partie. Dimitri spielt Turm E1. Das ergab auch Sinn, ne? Mit dem König auf der E-Linie. Jetzt ist E schlecht F eine Idee, weil dann wir mal auf den E6 losgehen können. Noch nicht unmittelbar, ne? Die Dame deckt den, aber da kommen wir gleich zu diesem Thema. Und Schwarz will das nicht zulassen und begeht hier eine Ungenauigkeit, spielt hier F5. Das ist nicht so richtig gut. Das schwächt noch mehr Felder am Damenflügel, am Königsflügel. Auch hier wieder Dame C6, ne? Gegenspiel. Ist der aktivere, bessere Zug, zumal man hier auch dann taktische Tricks hat. Ne? Wenn Weiß jetzt denkt, ja, das Springer E4 will ich eh spielen und hier reinspringen. Hier ist jetzt Springer G2 ganz interessant, weil man hier die Idee F5 hat. Der ist gefesselt. Solche Sachen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, der kann auf E4 sich durchfressen und hängt dann nicht, dann hätte Schwarz hier schon ein Riesenzentrum. Also Dame C6 ist hier die Idee für Schwarz, gut im Spiel zu bleiben. F5, was er gespielt hat, ist ein Fehler. Läufer G5. Und das ist halt ein Fehler, weil ihm jetzt so die dynamischen Möglichkeiten am Königsflügel ausgehen und weil der schwarzfeldige Läufer von Weiß jetzt wieder zum Leben erwacht. Springer G6. Und wenn wir hier jetzt mal schachvollen Computer fragen, hier hat er wirklich ganz klar recht. B4. Und hier und auch später an ein paar Stellen. Einfach mit B4 jetzt den C5 decken. Hier losrollen und das sollte Weiß deutlichen Vorteil geben. Auf E5 rauszunehmen ist immer nicht so eine tolle Idee, weil hier gehen schon Qualitätsopfer. Also F4 ist hier auch sehr stark, aber man kann hier wahrscheinlich schon eine Qualität opfern. Turm E1 und der Springer möchte eigentlich nicht so gerne weggehen. Wenn wir uns vorstellen, es kommt, gehen wir nach D7 zurück. Es hängt dann immer der F5 und wir können mit dieser Fesselung auf der E-Linie schon arbeiten und Weiß hat entscheidenden Angriff für die Qualität, die er geopfert hat. Es droht ja schon tödlich, Turm schlägt E6 und was willst du da machen? Ne? Nicht schön. Also B4 ist ja schon ganz gut. Dimitri spielt Springer B3, das ist nicht so gut. Auch verständlich, ne? Ja klar, er will sich auf D4 weiter durchfressen. Und für den Moment den C5 erstmal gedeckt halten, ist auch der zweitbeste Zug in der Stellung, aber ich denke, B4 ist hier schon klar besser. H4, ja, boah, der will es wirklich wissen, also der kümmert sich nicht um Entwicklung und solche Sachen, sondern der marschiert voran und wir haben ja eben auch schon diese Motive auf der langen Diagonale gesehen, der soll natürlich weitergehen und dann soll damit C6 kommen und dann in Verbindung mit dem Turm auf der H-Linie, die sich vielleicht öffnet, will Schwarz Drohung gegen den weißen König kreieren. Dimitri frisst sich weiter durch, Schwarz spielt H3. Und hier sehr schön, auch wenn es vielleicht nicht der beste Zug ist, habe ich ihm ein Rufzeichen gegeben. Also die Maschine bleibt weiter dabei, B4 und Weiß steht schon fast auf Gewinn. Dimitri spielt hier C6 und das gefällt mir sehr gut, weil das ist konsistent mit dem, was er gespielt hat. Und da sehen wir auch, dass so ein 2640 Großmeister sich sowas plant. Denn bei diesem Springer B3, was wir eben kritisiert haben, weil B4 besser war, wird er natürlich schon gedacht haben, ich spiele Springer B3, dann nehme ich auf D4. Und dann habe ich C6 und kann hier diese Linie unterbrechen und plötzlich hängt der E6-Bauer, ist nicht mehr gedeckt von der Dame und kann da reinspringen. Insofern Springer DF8. Also er hat schon Hand und Fuß, was der Dimitri hier spielt. Auch wenn Schachfreund Maschine kein Fan davon ist und sagt, das ist nur das Zweitbeste. Springer DF8, Dame B3. Guckt indirekt schon wieder auf den E6.
C5 liegt in der Luft und direkt guckt es auf den B7 und möchte sich hier gerne durchfressen. Insofern hat Schwarz hier nicht die Wahl, sondern muss erstmal einmal auf C6 nehmen. Und Dimitri nimmt auf H3. Das hat mich beim Zugucken überrascht. Ich hätte hier eigentlich mit dem typischen, weil jetzt ist ja die lange Diagonale zu, die Dame kommt da nicht mehr so leicht hin. Und jetzt hätte ich eigentlich eher mit dem typischen G3 gerechnet. Und ne, dann bleibt die H-Linie zu, soll er doch H2 spielen, gehe ich mit dem König weg. Auf der langen Diagonale ist ja nichts. Und dann nehme ich das hier auseinander. So hätte ich das wahrscheinlich gespielt. Verhaftet in Schäben, wie ich bin. Dimitri ist eine viel coolere Sau, der nimmt auf H3 raus. Und das ist auch gut. Wohlgemerkt, er ist gedeckt, ne? Für alle, die das noch nicht erspäht haben. Lange Damenzüge sind ja immer schwer zu sehen. Er nimmt auf H3 raus. C5. Ja, und Bosiljcic macht jetzt um den Preis weiterer Schwächen die lange Diagonale auf. Das ist schon, also ich meine, das ist schon sehenswert und brutal, wie der spielt. Und er macht auch überhaupt keine Gefangenen. Und dadurch ergibt sich ja auch so eine sehenswerte Partie. Und es ist nebenbei auch sehr, sehr mutig. Ne? Es ging ja unheimlich viel. Und hier war auch für beide Spieler schon abzusehen, es geht ihnen die Zeit aus. Und es wird eine große Zeitnotschlacht. Und er gießt halt, wo er kann, gießt er Öl ins Feuer. Ist schon toll zu sehen. Also C5, Springer B5. Das ist natürlich heikel, weil der Springer springt hier jetzt rein. Diese Gabel droht unmittelbar. Wir haben das Feld D6. Aber andererseits hat Schwarz halt auch die lange Diagonale für die Dame. Und es ist halt auch das weiße C5 aus der Stellung. Das ist auch noch eine Idee von Schwarz, C5 zu spielen. Und die weiße Dame kommt hier nicht mehr rein. Also auch der denkt sich schon was bei dem, was er tut. Das ist schon nicht schlecht. Aber jetzt droht erstmal Springer C7 Schach mit Gabel und Damengewinn. Da muss er was gegen machen. Aber auch dafür hat er eine Lösung. Er spielt König F7 und will seinen König auf G8 verstecken. Jetzt ist Dimitri aber der Erste auf der langen Diagonale. Und das ist auch sehr sinnvoll, ja. Und das Maschinenfragezeichen ignorieren wir. Das ist auch sehr sinnvoll, weil natürlich Schwarz auf die lange Diagonale mit der Dame möchte. Das ist jetzt verhindert, weil Schwarz halt erstmal seinen König in Sicherheit fahren muss. Dame F3. Es hängt der Kollege auf B8, der muss ziehen. Und Weiß stellt seinen König ein bisschen sicherer. Und Schwarz bringt seinen in Sicherheit. Jetzt ist eine kurze Phase, in der beide Seiten so ein bisschen konsolidieren. Dimitri macht B3, Springer D7, versucht seine Leute ins Spiel zu bringen und sich den E5-Bauern mal anzugucken. Den deckt Dimitri und es kommt F4 und das war aber wirklich nur eine kurze Phase der Konsolidierung. Schwarz sofort wieder Öl ins Feuer. F4. Läufer schlecht, F4. Turm F8. Die Idee ist, die F-Linie aufzumachen, den Läufer unter Druck zu setzen und dann hier vielleicht auch nochmal einen unter Feuer nehmen zu können. Turm F8. Und ja, die sind hier beide in Riesenzeitnot. Beide haben, weiß ich nicht, noch 3-4 Minuten für die letzten 10 Züge. Und in so einer Stellung. Hier gehen jetzt auf beiden Seiten ein paar Sachen schief. Also wenn wir die Maschine fragen, Dame schlecht G6 sollte gewinnen. Die Maschine findet sogar am stärksten Springer C7 mit Angriff auf die Dame und gibt dann Dame schlecht G6, Turm schlecht F4 und dann nehmen wir halt auf E6 raus. Das ist der schöne Nebeneffekt des Springers auf C7, dass der E6-Bauer hängt. Und so kann es Weiß in den Endspiel abwickeln, indem er zwar nur einen Bauern mehr hat, aber was für einen, könnte man sagen. Ne? Und Weiß hat auch die viel stärkeren Türme, wohl dieser hier auf der zweiten Reihe. Das ist nur ein Blender, der macht nichts. Und dieser hier ist aus der Partie. Wir haben hier einen riesen Freibauern. Gewonnenes Endspiel für Weiß. Ne? Dimitri spielt Läufer G5. Und Schwarz kann es hier wieder mit Dame C6 ausgleichen. Auch das ist der Maschinenzug. Dame C6 mit der Drohung Turm F3 und dann brennt es auf H3. Und Schwarz hat plötzlich genug Spiel. Das ist das Problem an Läufer G5, weil halt jetzt ist diese F-Linie offen und die schwarzen Ideen funktionieren. Aber Schwarz nimmt auf E5 raus und das ist nicht so gut. Den kann man nehmen. Den kann man nehmen. Da hat er sich verrechnet. Der hatte gedacht, beide in Zeitnot, beide unter Druck. Und Bosiljcic, mit all dem Mut, den er hat, hat er gedacht, Turm E5 ist nicht so schlimm, weil ich nehme auf F2 raus und dann habe ich Turm F5. Aber Turm F5 funktioniert nicht so richtig, weil man ja mit Dame G3 den Läufer decken kann. Und dann kommt Schwarz nicht so richtig weiter. Noch stärker ist sogar hier erst Turm Dame B8 zu spielen, den König schlecht zu stellen. Und dem Turm die H-Linie zu versperren und dann Dame G3 zu spielen. Und jetzt hat Weiß plötzlich zwei Figuren,
für den Turm. Und der schwarze König steht schlechter als der weiße, erstaunlicherweise. Ne? Hier liegt schon Turm D1 in der Luft und dann geht es hier plötzlich los. Und Dame H4 liegt in der Luft, weiß gewinnt. Ja, hat er nicht gesehen. Das ist auch was, ne? in so Zeitnotphasen. Also hier merkt man, hier verliert Dimitri kurz den Faden und das ist aber, geht dem Schwarzen genauso. Da glaubt man einander dann auch, wenn man nicht so richtig Zeit hatte. Und er hat vielleicht dann auch nur bis zu Turm F5 gesehen und gedacht, ja, okay, hat er sich gut ausgedacht. Muss ich was anderes machen, spielt hier F4. Und das ist ein Fehler. Dame C6, jetzt liegen wieder so Sachen auf der F-Linie in der Luft. Jetzt dürfen wir tatsächlich nicht nehmen, weil dann kommt Turm F3. Und Schwarz ist wieder in der Partie. Gewinnt sogar an dieser Stelle. Ja, oder ist nah am Gewinn. Insofern Turm E3, die dritte Reihe erstmal zumachen. Jetzt hängt dabei E5. Und Schwarz sollte jetzt den E5 wegziehen und dann hätte er recht bekommen. Ne? Springer F7 und Schwarz ist voll in der Partie. Es ist natürlich ein super Durcheinander und völlig unklar, wie das ausgeht. Chancen für beide Seiten, aber das sollte er machen. Er treibt es weiter auf die Spitze. Er spielt hier Turm F5 und er hatte sich wieder was ausgedacht, was aber wieder nicht richtig funktioniert. Und jetzt können wir E5 nehmen und diesmal macht es Dimitri auch. F schlecht, E5. Jetzt zeigt Schwarz seine Idee, die bestand darin, Turm H5 zu spielen, den Läufer zu vertreiben, dann mit dem Springer ranzukommen, sich auf den H3 zu gehen, der E5 fällt auch um und dann mit den vereinten vier Kräften hier den weißen König einzuheißen. Funktioniert nicht, weil Schwarz hat ein Problem. Läufer F6. Und der F4 hängt und er kann nicht ziehen, weil dann ist Matt auf G7. Das wird er übersehen haben. Und es ist aber immer noch super kompliziert. Am besten hier ist Turm H6 und das hält erstmal noch alles zusammen. Ne? Man kann da nicht auf G6 nehmen, man droht seinerseits auf F6 zu nehmen und dann muss Weiß schwierige Züge finden. Weiß steht dann auf Gewinn, aber das ist nicht so leicht. Das möchte ich in Zeitnot nicht mit Weiß spielen. Zum Beispiel so, Springer D6 greift diesen Turm an, der hat kein Feld mehr außer H5. Macht man Dame G4 und hat ein Ziel gefunden. Hier ist noch eins, der E6 hängt. Und jetzt kann man sogar eine Figur opfern, sollte man sogar eine Figur opfern mit Weiß. Turm D1, weil man nach G schlecht F das sehr starke Springer E4 hat. Und die Dame hängt und der Springer droht hier einzusteigen und dann geht hier ein Turm verloren. Also so, mit solchen Varianten steht hier Weiß auf Gewinn. Da seht ihr, wie schwierig das ist, obwohl die Maschine hier munter plus 6 plus 7 zeigt. Aber jetzt stellt euch mal vor, es ist Europameisterschaft, letzte Runde, es geht um den Titel. Ihr habt 2 Minuten auf der Uhr und müsst das mit Weiß spielen. Tja, viel Erfolg. Turm H6 ist hier wahrscheinlich zäh. Bossiose spielt Dame D7 und deckt erstmal diesen neuralgischen Punkt G7, wo er matt geht, aber jetzt hängt halt der. Und Schwarz verlässt sich darauf, dass er noch ein bisschen Gegenspiel gegen den weißen König kriegt, weil jetzt ja die schweren Sachen eindringen und er hat ja auch das Argument, hier, guck mal, hier spielen ja 2 nicht mit bei Weiß, vielleicht geht da ja was. H1, Turm HG5, auch wieder so ein mutiges Ding, droht matt, aber lenkt halt den Läufer ab und will nicht länger auf matt stehen, um dann hier Turm F2 spielen zu können. Und natürlich droht jetzt Turm H2, König G1, Dame G2 matt, dagegen muss man noch was machen. Aber das moderiert Dimitri jetzt ab. Dame E8, König H7, Dame H5, König G8 und das sehr schöne Turm E2. Was, finde ich, auch nochmal ein stilvoller Zug ist, die Partie zu beenden. Denn hier, es kommt mit Abzug auf die Dame, nimmt den Druck aus der weißen Reihe. Und wenn Schwarz jetzt diesen Turm nimmt, ne, bitteschön, Dame E2, Turm E2. Und jetzt lass uns mal durchzählen, ne, stellt Schwarz fest hoch. Da fehlen ja schon 2 Figuren und insofern steht Weiß total auf Gewinn. Und hier geht dann auch nichts mehr. Bosjocic gab auf und das war der einzige Sieg für Deutschland im Match gegen Kroatien, der dann, wie sich nach mehr als 6-stündigen Bangen und Zittern und vor allem Rechnen, der nicht ganz reichte, weil Deutschland nur 227 Wertungspunkte auf der Liste hatte und die Serben 228, sodass wir mit der Silbermedaille nach Hause fahren. Trotzdem tolles, sehr starkes Turnier mit einer Mannschaft, die uns noch über Jahre ganz viel Spaß machen wird, die ja auch noch stärker wird, weil die Jungs selbst sich noch steigern. Fredrik Swane klopft schon an und es kommen ja noch einige nach. Es läuft gerade Jugendweltmeisterschaft, da sind schon die Nationalspieler der nächsten Generation unterwegs und es läuft bei denen ganz gut. Da müssen wir, wenn ich hoffe, dass ich es morgen schaffe, dann müssen wir bald einsteigen, weil Leo Costa
Ist da sehr gut im Rennen in der U16. Schauen wir mal. So viel erstmal zur Europameisterschaft. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ich fand das sehr aufregend und sehr spannend. Und ich hoffe, ich habe euch hier gut durchs Turnier begleitet und es hat euch gefallen. Und das nächste Turnier kommt bestimmt. Als nächstes wahrscheinlich Jugendweltmeisterschaft. Und dann ist auch bald schon wieder Masters. Nebenbei ist noch der Sinkfield Cup. Da ist ja, der Zirkus dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und das Ende des Jahres ist ja auch schon nicht mehr so weit. Da ist dann wieder Weltmeisterschaft im Blitz- und Schnellschach, also Schachsatt. Und mir wird hier das Sendematerial nicht ausgehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis sehr bald. So viel zur Europameisterschaft. Macht es gut. Ade.